Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Together Pokémon Soul Silver, und wir können ein Basis-Item auf den Knopf legen. Und ich habe gesehen, wir haben ein neues Pokémon im Team, Lassie, ein Felino. Ja, ich will mir auch ein Pokémon fangen. Wird wahrscheinlich nur ein Übergangs-Pokémon sein. Das habe ich zwar eben schon mal gemacht, aber meine Aufnahme ist abgekackt und da habe ich mich sehr gefreut. Ach Gott. Ich sollte vielleicht öfter mal speichern zwischendurch, damit dann so ein Mist nicht passiert. Und jetzt kommt es natürlich nicht mehr. Also ich habe mir das Pokémon gefangen, hat es auch schön trainiert, wollte es auf Teamniveau annehmen. Es war auf Level 15 und genau dann kackt die Aufnahme ab. Also nicht die Aufnahme, sondern der Emulator. Super, echt super. Und da ist es, und das ist männlich, genau wie ich es wollte. Ein Hopfboss, genau, ihr seht richtig. Ich hatte es auf Level 15 trainiert, genau, das ist echt super. Ich mache es einfach gleich, so wie ich es davor auch probiert habe, mit einem Superball direkt zu fangen. Hab gesehen, wir haben einen Ball. Und es bricht sofort aus, das ist doof. Jetzt haben wir schon mal einen Ball mehr verschwendet als zuvor. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das Vieh schwächen soll. Kratzer wird bestimmt zu heftig. Ja, ich probiere es trotzdem mal mit einem Kratzer. Oh nein, ist doch nicht zu heftig. Ist genau super. Und dann können wir uns das Pokémon fangen. Ich nehme den Superball, weil ich es kann. Und wie ich mein Glück kenne, bricht es bestimmt wieder aus. Eigentlich dürfte es nicht ausbrechen, das wäre schon ein bisschen krass. Klasse, Hauptspross wurde gefangen. Ein neuer Eintrag im Pokédex. Und ja, ich weiß doch schon, wie ich es nenne. Ich nenne es. Elwood. Warum, wird sicherlich Semni erraten. So, dann werde ich hier erstmal eine kurze Pause einlegen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich trainiert habe. Also Leute, bis gleich. Ich habe noch nicht trainiert, aber ich war im Pokémon Center und habe was festgestellt. Das ist ein beliebter Angelplatz. Sieh dir nur an, wie viele Leute hier am Angeln sind. Kriegst du da nicht auch Lust, mal die Angelrute auszuwerfen? Ich kann dir eine Angel geben, wenn du magst. Also, wie sieht's aus? Ja. Und schon haben wir eine Angel erhalten. Ist das geschehen, solltest du deinen Blick aufs Wasser konzentrieren. Sobald ein Pokémon anbeißt, wird dir ein Ausrufezeichen-Symbol angezeigt. Nun musst du blitzschnell den A-Knopf drücken und an der Angel ziehen. Der Rest erklärt sich von selbst. Ruhigst du einfach mal aus. Du kannst die Angel überall dort zücken, wo es Wasser gibt. Wie zum Beispiel am Meer oder an Flüssen. So, und damit haben wir unsere Angel erhalten. Und zwar hier im Pokémon Center vorm Einheitstunnel. Ich werde immer Einheitstunnel trainieren, weil ich weiß, dass eine Cutscene kommt, wenn ich das andere Pokémon Center in Azalea City betrete. Also, wir sehen uns dann gleich wieder. So, Leute, da bin ich auch wieder zurück. Und ich muss natürlich mal wieder reinklicken. Ja, unser Team ist trainiert. Wie seht ihr gleich im Pokémon Center, aber wir müssen erstmal hier hin. Was soll das werden? Weißt du denn nicht, mit wem du es jetzt zu tun hast? Na, mit Team Rocket natürlich. Team Rocket dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, sagst du? Na, dass ich nicht lache. Team Rocket ist aktiver denn je. Wir haben uns zwar vor 3 Jahren vorübergehend aufgelöst, aber jetzt stecken wir mitten in unserem Comeback. Der Traum unseres Oberhaupts Giovanni wird schon bald wahr werden. Aber das geht dich überhaupt nichts an. Lass mich einfach in Frieden. Rums. Ja, jetzt hat ihn erstmal übelst in die Fresse gehauen. Und wir können da noch nicht rein. Ich werde kurz in den Markt gehen, noch was einkaufen. Was gibt's hier? Okay. Kaufen. Ja, genau. Netzball. Das kann ich noch gebrauchen. Zwar jetzt noch nicht, aber ich werde mir davon sicher noch was kaufen. Trank. Wir haben 6 Tränke. Ich denke mal, wir kaufen uns noch 4. 10.000 haben wir. Haben wir eigentlich Gegengift? Dann nehmen wir einfach mal 2 mit.
kann man immer mal gebrauchen. Aufwecker brauche ich nicht, Paraheiler auch nicht, um den Schutz auch nicht. Supertrank. Pokéball nehme ich zwar nochmal zwei mit. Und dann werde ich noch etwas verkaufen. Nicht den Giftstich, sondern wir hatten, was ist das hier? Ja. Die ganzen X-Angriff und X-Treffer, X-Abwehr, was eh keine so braucht. Also was eh keiner einsetzt, weil es albern ist. Und dann können wir uns gleich mal ins Pokémon Center machen. Ich hoffe mal, dass es nicht... Ich musste so oft das wiederholen mit dem Training, weil es sich immer schön aufgehängt hat. Ich habe zwar öfter mal gespeichert, aber ich hatte jetzt am Ende keine Lust mehr, nochmal alle auf Level 16 zu trainieren. Es sind fast alle auf Level 16. Also eigentlich 50%. Danke, deine Pokémon sind gekommen. Jederzeit wieder vorbei. Bla bla bla. Ja, dann schauen wir uns mal die Pokémon an. Wir haben Kalle. Es hat sich nichts verändert bei Kalle. Dann haben wir unser gutes Felino namens Lassie. Hat Lehmschuss erlernt, was ich eigentlich gleich mal mit Rutenschlag tauschen werde. Den Solar können wir dann noch ganz unten machen. Dann haben wir Kranemani, hat sich auch nichts verändert. Und ja, unser Elwood. Hat Kugelsaat, habe ich ihm beigebracht mit einer TM. Stärke 10. Ach du Scheiße. Okay, Schlafpuder haben wir noch für ihn und Giftpuder. Mit einer Synthese ist Giftpuder echt gut, nützlich. Und ja, es hätte auch eigentlich Tickle noch gehabt. Aber ich dachte mir, Kugelsaat hat Step und eine Wundersaat trägt es auch noch. Also dürfte es doch mehr abziehen als ein Tickle. Ach ja, wir müssen jetzt erstmal zu unserem guten Freund. Hier oben können wir nicht rein, weil da ein Rocket Johnny vorsteht. Ich nehme einfach mal die Aprikoko Weiß mit. Ich habe jetzt herausgefunden, wir heißen übrigens Seth. Ja. Achso, was ich auch noch machen wollte, was eigentlich ziemlich nützlich für unsere Arena ist, ein TM beibringen. Und zwar Felskraft. Kann nur Bananen erlernen. Bringe ich ihm auch bei. Fällt gerade auf, wir haben nur männliche Pokémon. Auf Wiedersehen, Silberblick. Ja, warum ich ihm das beibringe, ist das die einzige Attacke, die sehr effektiv auf Käfer ist, die wir im Team haben. Und wir haben ja als nächste Arena eine Käfer-Arena. Wer bist du denn? Oh, sehr feist du also. Bist du hier, weil du willst, dass ich ein paar Bälle für dich herstelle? Es tut mir leid, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Keine Sorge, du schläfst besser, wenn nicht. Hä? Was? Ich werde mich kurz fassen. Team Rocket missbraucht unschuldige Pokémon für ihre Schandtaten. Diese Typen sind einfach das Letzte. Sie hätten sich eigentlich vor 3 Jahren aufgelöst, aber naja. Genau diese Bande schneidet jetzt den Fleckmann im Brunnen die Ruten ab und verdient sich damit eine goldene Nase. Aber jetzt gehe ich zu ihnen und erteile ihnen eine Lektion. Haltet durch, Fleckmann. Der alte Kurt eilt euch zur Rettung. Ja, mir fällt noch ein... Wir könnten ein riesengroßes Problem haben, wenn wir hier gegen unseren Rivalen kämpfen. Aber ich lasse da den Seth mal dann schön gegen den kämpfen, wird er auch wahrscheinlich. Ich denke mal, den Fleckmann-Brunnen könnte ich noch schaffen. Ein bisschen was in der Arena vielleicht auch noch. Fleckmann-Brunnen, so ein geiles Artwork. Da mal Jimbo. Wir gehen hier einfach weiter, kümmern uns nicht um den. Ich denke mal, ich werde das hier größtenteils mit unserem Radfatz erledigen. Verflixt, ich habe oben Wache gehalten und dann kommt dieser halbwahnsinnige Opa. Wo plötzlich gibt er einen Schrei und ich springe einfach in den Brunnenschacht. Egal, dann reagiere ich meinen Frust eben an dir ab. Das könnte eigentlich auch mit Kalle könnte ich auch gut kämpfen. Kalle, das ist ja Kalle. Oh, jetzt episches Radfratz-Battle, aber unser Kalle dürfte das für sich entscheiden. Ich probiere es mir mit einem Biss, ob er zurückschreckt oder nicht. Sagt mir gleich das nicht. Und schade, aber er ist trotzdem besiegt, ohne dass wir Schaden bekommen haben. Oder ohne dass irgendwas geschwächt wurde. Die haben ja alle Radfratz oder Zubat als Pokémon, glaube ich. Oder nee, am Ende die hat Smogon. Kalle reicht Level 16. Hyper. Oh. Oh. Auf Wiedersehen, Tackle. Und schon ist unser Kalle eine Mördermaschine. Und er setzt Radfratz ein. Was machen wir? Wir wechseln nicht das Pokémon. Denn wir haben einen Radfratz, das Hyperzahn kann.
Ich werde hier den Großteil wirklich mit Kalle machen, damit er noch ein bisschen hochgepusht wird. Weil ich denke mal, dass das viel wäre am sinnvollsten, wenn wir das gegen unseren Rivalen einsetzen. Heute ist nicht mein Tag. Selbst gewinnt 360. So, ja, natürlich. Das da könnte ein Trank oder ein Supertrank sein. Bin ich mir auch nicht sicher. Hier könnte man sich noch schön Fleckmann fangen. Wenn man will. Das kommt gar nicht so selten. Nein, das sah so eigentlich so offensichtlich aus. Ein Supertrank. Aber hier sieht man schon, die haben andere Haare. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das. Oh. Wir sollten aufhören, den Fleckmann ihre Runden zu stehlen. Was sollen wir etwa den Befehl von Lance, unserem Vorstand, ignorieren? Um das zu erreichen, musst du uns schon alle besiegen. Jeden einzelnen von uns. Wow. Wow. Das ist jetzt auch nicht die größte Herausforderung. Zubat wird in den Kampf geschickt. Juhu. Hyperzahn. Ich werde gleich nochmal die Attacken ändern. Bei unserem Kalle. Ein wenig ändern. Bei Verfolgung werde ich sowieso nicht einsetzen, glaube ich. Rettan. Oh, das wird. Rettan. Wie besiegen wir Rettan? Wir haben ja Lassie auch noch. Stimmt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Smogon eine Schwebe hat. Das hat. Ich glaube, der Boss von diesem hier im Dings hat auf jeden Fall einen Smogon. Da ist der Lebensschuss. Hm. Ich mag Rettan nicht so als Gegner mit dem Bedroher. Ja, erstmal den Durchfallschuss. Ich habe den Schuss, glaube ich, in dieser Edition noch nie gesehen. Jetzt denken wir mal den Init und hoffen, dass wir schneller sind danach. Nein, sind wir nicht. Aber das müsste es gewesen sein, außer es geht daneben. Durchfallstrahl. Durchfallmann schreitet zur Tafel. Lassie erreicht kein Level, glaube ich, nicht 145, nee. Okay, beim besten Willen nicht. Du vollertes Balk! Pokémon. Dann wechseln wir mal bei Kalle die Attacke. Hier war das. Hyperzahn tauschen wir mit Verfolgung aus. Und wir freuen uns. Es sind ja nur noch zwei, die zu besiegen sind. Wir sollten auch von den Flöcken und Roten abzutrennen, wenn wir auf jeden x-beliebigen Trainer hören, wäre ratzfatz unser Ruf dahin. Oh Gott. Okay, also die beiden werde ich locker noch schaffen. Arena mal gucken, wie viel ich da besiegen kann. Los, Kalle. Was soll Kalle tun? Hyperzahn. Okay, da hätte auch ein Buch zu schief ausgereicht, wie ich gerade. Schade. Aber mit Hyperzahn geht's umso schneller. Zubat, möchtest du das Pokémon wechseln? Nein, möchte ich nicht. Ist das Zubat auch so schwach? Also die Pokémon sind wirklich gar keine Herausforderung für uns. Na gut, wir haben einen Radfratz, das Hyperzahn kann. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie stark Hyperzahn ist. Oh, die haben wirklich echt super Pokémon. Ja, Zubat, Radfratz, die typischen Team Rocket Pokémon. Und Hyperzahn geht leider daneben. Der saugt an mein Blut, das kann ich nicht gut heißen. Die Musik ist fesselnd. Aber Drüppel besiegt und jetzt kommt der letzte. Du bist so stark. Ja, jetzt ruft mich Käfersammler Greg an, aber das kann er mal ganz schnell lassen. Was willst du von mir? Bei Team Rocket fürchtet man mich als ganz besonders grausamen Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Lance. Da sieht man schon, dass der erste etwas bosshaftere Typ, Vorstand Lance, mit einem Zubat Level 8. Das zeigt doch auch schon, wie super Team Rocket ist. Ein Vorstand mit einem Pokémon Level 8. Das ist. Mein Pokémon ist doppelt so stark wie seins. Jetzt müsste aber ein Smogon kommen, oder? Ja, Smogon. Ein schönes Pokémon. Level 12. Wow. Achso, in jeder Stadt gibt es einen Idioten, der sich uns in den Weg stellt. Und genau dieser Idiot besiegt dich in jeder Stadt. Jetzt sieht ihr. Oh, okay, Wolke. Hallo, wurde vergiftet. Aber ich werde jetzt kein Gegengift einsetzen. Supertan, ja, Attacke geht daneben. Rauchwölfe, wow.
Jetzt fängt er mit so einem Scheiß auch noch an. Ist mir jetzt egal, ob Kalle drauf geht oder nicht. Aber ja, das wird nichts mehr. Ich treffe ihn eh nicht mehr. Eine Rauchwolke und schon bin ich des Todes. Das ist ein Witz, nur einfach nur. Oh, ich habe doch nochmal getroffen. Der eine Rauchwolke, der so viel ausmacht. Natürlich ist er nicht besiegt, weil wird es eh nicht heilen. Aber vielleicht gehen wir eher, wir gehen jetzt drauf. Das heißt, das sind schöne Erfahrungspunkte für Lassie. Ich könnte jetzt zwar ausprobieren, ob er Schwebe hat, aber das werde ich nicht testen, weil er mit Smog schneller ist. Und Smog ist schneller auch noch. Okay, ich werde es mir nicht mehr in die Arena schaffen. Glaube ich nicht. Okay, na doch, wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Hätte ich dich mal nicht für ein Kind gehalten und meine Nase gerümpft. 480 pure Dollar. Ja, es stimmt wohl, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen, aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund fortgesetzt. Du kannst vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten wirst du uns niemals. Alles, was du tun kannst, ist in Schrecken auf das zu warten, was wir weiter im Schilde führen. Jetzt kommt Kurt. Gute Arbeit, Seth. Seth, die Typen von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Meine Hüfte geht es auch wieder besser. Lass uns gehen. Bitte, bitte, bitte. Ja, danke. Hallo, Seth. Das war wirklich eine Glanzleistung. Ich habe es vorhin schon einmal gesagt, aber vor 3 Jahren hat ein Junge namens Rot Team Rocket zerschlagen. Aber jetzt scheinen diese Widerlinge ein Comeback auf die Beine stellen zu wollen. Das heißt nichts Gutes. Aber vergessen wir das fürs erste Mal. Du fällst mir, Seth. Es wäre eine Ehre. Blablabla, Bella, das nervt gerade ein bisschen. Also ich hatte gerade keine Lust. Oh, wie ich sehe, hast du ein paar Aprikokos mitgebracht, ne? Schon, dann werde ich mich mal... Und das Gute hier ist, man kann nicht nur eine Aprikoko von der gleichen Sorte nehmen, sondern alle, die man davon hat. Darum nehme ich einfach mal die grünen. Ich brauche einen ganzen Tag, um diese Aprikokos zu verarbeiten. Komm also am besten morgen wieder. Ich habe eine Idee, willst du vielleicht die Telefonnummer von meinem Großvater? Ja, gib her. So, dann haben wir mal kurz Nummer registriert. Ich weiß zwar nicht, was die anbringt. Ach, der erzählt nur was über Aprikokos. Okay, ich sehe gerade, es ist gerade wieder ein wenig verbuggt. Ich hoffe, das ändert sich hier drin, ja. Das ist irgendwie lustig, das hatte ich schon ein paar Mal. Okay, wir speichern erstmal. Nein, wir speichern nicht, wir heilen unsere Pokémon. Dann werde ich mich mal kurz in die Arena wagen. Ja, Kalle geht's wieder besser. Er kann mich jetzt begleiten. Pokémon tauschen wir einfach mal Kalle mit Banane. Elwood wird da gar nichts machen können, weil Pflanze auf Käfer ist unvorteilhaft. Hier sind die ganzen süßen Fleckmutz. Ich könnte auch nach links gehen, aber da wartet ja unser Freund Silver auf uns. Gibt er uns eigentlich einen Trank oder so? Hallo Herausforderer, diese Arena wurde von Kai errichtet. Sie ist ein riesiges Käfer-Pokémon. Oh. Kai mag zwar jung sein, aber hat einen Käfer-Pokémon fest im Griff. Ich gebe dir einen Tipp, sonst kommst du gegen ihn nicht so weit. Also, die Käfer-Pokémon können Feuer nicht ausstehen. Außerdem Attacken vom Typ Flug sehr effektiv gegen sie. Und Gestein. Das hast du vergessen. Ach ja. Ach ja. Ich will gegen ihn kämpfen, also werde ich mich mal auf diese komische Spinne setzen. Du hast also herausgefunden, wie man die Netze überquert. Gut, dann zeige ich dir mal, was Käfer-Pokémon noch so alles können. Den Kampf kriege ich vielleicht noch rein in anderthalb Minuten, weil ich wollte eigentlich mal so nochmal speichern. Käfersammler Jörg, los Banane. Felsgrab. Das könnte vielleicht so ausreichen. Es reicht aus. Es ist nämlich sehr effektiv. Und es ist ein Raupi. 135 Erfahrungspunkte. Und Leo wird eingesetzt. Felsgrab. Und auf Wiedersehen, Hornlio. Weil ich denke mal, was bei Raupi ausreicht, reicht Hornlio auf jeden Fall auch aus. Nein, er reicht. Er hält 133 Erfahrungspunkte. Wuhu. Du hast bewiesen, wie zäh du bist. Dafür wird 192 Poké-Dollar.
Gut, dann beende ich hiermit die Folge. Ihr könnt die nächste bei Sev sehen, wie er den Arenaleiter wegnatzt. Und vielleicht auch noch Silver. Also macht's gut.